In diesem Video geht es über Veränderungen, die bei mir anstehen. Eine Veränderung hat mit dieser Kiste hier zu tun, die andere wesentlich größere Veränderung, die zeige ich euch gleich. Das ist ja schon einige Wochen her, da habe ich ein Video zu dieser Formatkreissäge gemacht und angedachte Verbesserungen vorgestellt. Bisher habe ich keine dieser Verbesserungen umgesetzt und das hat auch einen guten Grund, nämlich den, dass ich mich doch entschlossen habe, die Maschine gegen eine andere zu tauschen, vor allem eine größere. Mittlerweile stoße ich bei dieser Maschine doch sehr häufig an die Grenzen dessen, was damit machbar ist. Vor allem der Schiebetisch ist ja mit 1,20 Meter relativ kurz. Auch die maximale Schnittbreite am Parallelanschlag reicht mir oftmals nicht aus und deswegen und auch aus einigen anderen Gründen habe ich mich jetzt entschlossen, die Maschine gegen eine größere zu tauschen, konkret gegen eine Kombimaschine, also eine Säge mit Fräse drin. Geworden ist es eine Maschine von Hammer, eine B3, die ist schon bestellt, sollte irgendwann im August, September geliefert werden und diese Maschine hat einiges, was die kleine hier nicht hat. Riesenunterschied ist natürlich, da ist eine Fräse mit drin. Die Fräse kann geschwenkt werden und das ermöglicht mir einfach noch mehr Anwendungen. Und ich erhoffe mir dadurch, dass mir einige Dinge möglich sind, die bis jetzt nicht möglich sind und auch, dass einige Dinge einfacher werden. Dann hat die Maschine einen wesentlich längeren Schiebetisch mit 2 Meter Nutzlänge gegenüber 1,20 Meter hier. Denn auch da komme ich sehr oft an die Grenzen, muss dann doch nochmal die Handkreissäge auspacken und deswegen habe ich mich für den langen Schiebetisch entschieden. Die Maschine hat einige Optionen mit drin, die ich zusätzlich genommen habe. Auch da kann ich gerne nochmal drauf eingehen nachher. Ich habe mir viele Überlegungen im Vorfeld gemacht, ob diese Maschine Sinn macht, ob sie reinpasst, was muss ich alles da verändern. Und ich möchte euch auf diesem Weg von der ersten Überlegung bis zur Maschine in der Werkstatt einfach in den nächsten Wochen mitnehmen. Und im ersten Schritt geht es mal daran, zu überlegen, passt die Maschine rein? Das war meine erste Überlegung, wie groß ist die Maschine und kriege ich die hier problemlos unter? Kann ich da noch vernünftig arbeiten? Und was muss ich eventuell an der Werkstatt verändern, damit das passt? Vielleicht habt ihr auch ähnliche Überlegungen, weil ihr im Moment eine Maschine kaufen wollt, egal welche, ob das jetzt eine Formatkreissäge ist oder eine kleine Tischkreissäge, denn die Überlegungen sind ja ähnlich. Auch in einer kleinen Werkstatt müsst ihr ja schauen, passt die Maschine rein, könnt ihr da noch arbeiten. Also unabhängig von der jeweiligen Maschine habt ihr mit Sicherheit die gleichen Überlegungen vor euch oder schon angestellt und darum geht es jetzt in den nächsten Minuten. Ja, die neue Maschine soll genau dort stehen, wo die bisherige Formatkreissäge steht. Also da wird sich nichts ändern, aber sie braucht halt mehr Platz. Und das war meine erste Überlegung, kann ich hier eine Maschine mit einem längeren Schiebetisch vernünftig unterbringen? Wenn ihr mal überlegt, ein 2 Meter Schiebetisch braucht gute 4,50 Meter in der Länge, damit ihr das ordentlich nutzen könnt. Das Bandmaß hat 5 Meter. Der Schiebetisch sollte, wenn möglich, nicht an die Tür knallen. Und bei 5 Metern würde das mit der Hobelmaschine gerade so noch gehen. Die kann auch noch ein Stück runter, also das wäre kein Problem. Von daher haut das mit dem 2 Meter Schiebetisch hier locker hin. Statt 60 cm Schnittbreite hat die neue Maschine 80 cm. Das bedeutet, dass sie noch gute 20 cm mehr in den Raum ragt. Das wäre also etwa hier mit Anschlag. Und dann wird es hier schon sehr eng. Und das war das Hauptproblem, nicht die Länge der Maschine, sondern die Breite. Denn ich möchte nicht ständig alles an- und abbauen müssen bei dieser Maschine. Und da wird es hier in dem Bereich einfach zu eng. Hier stand vorher ein Schrank, der ist schon weg. Und damit ich hier diesen Platz möglichst frei habe, um hier vernünftig auch mit großen Werkstücken hantieren zu können, muss das hier alles weg. Das heißt, nicht alles muss weg, aber der Multifunktionstisch kommt raus. Der Frästisch hier vorne wird seitlich an die Wand gestellt und dadurch bekomme ich hier wesentlich mehr Platz. Das Regal wird auch umgebaut
und kann den Auslegertisch vernünftig benutzen. Mein Holzlager habe ich reduziert auf das hier. Also auch diese Ecke wurde in den letzten Tagen ganz kräftig aufgeräumt. Das Holz hier ist für den aktuell laufenden Online-Kurs. Das wird noch für eine Vitrine verwendet und dann ist die Ecke fast leer. Und wenn ihr hier mal schaut, da stehen die Teile für den Kleiderschrank. Den habe ich erst einmal aus Zeitgründen auf Eis gelegt. Der ist hier sauber verstaut worden. Also auch das kommt auf lange Sicht weg. Und dann ist hier so gut wie kein Holzlager mehr drin. Wenn ich Holz brauche, kaufe ich das bei meinem Händler so, wie ich es brauche. Mein Holzhändler ist also in der Regel mein Holzlager. So viel wie im Moment hier lagert, habe ich in der Regel nicht in der Werkstatt. Also das Platzproblem wäre somit gelöst. Die Maschine passt rein. Die Absaugung bleibt etwa hier stehen. Da ändert sich auch nichts daran. Dann ging es natürlich an die Überlegungen, was soll die neue Maschine alles haben. Das Ganze soll sich ja irgendwie auch lohnen, denn die neue Maschine kostet gleich mal ein Vielfaches der jetzigen Maschine. Wir reden da also schon über eine größere Investition, die da fällig ist und das soll sich ja irgendwie auch positiv bemerkbar machen. Und deswegen fiel meine Wahl auch auf eine Sägefräse. Die Fräse ist in der Säge integriert, braucht also keinen gesonderten Stellplatz. Und das ist praktisch, wenn ihr begrenzten Raum habt. Natürlich wären Einzelmaschinen wesentlich komfortabler, aber das hätte bei mir wieder zur Folge, dass ich die Maschinen weit auseinander stehen habe. Dann muss wieder eine andere Absauglösung her. Es kostet wieder Stellfläche und die ist bei mir einfach auch irgendwann mal begrenzt. Im Gegensatz zum Frästisch ist die neue Stationärfräse ganz anders aufgebaut. Da passen größere Fräser rein. Ich kann die Spindel schwenken, kann ganz andere Werkzeuge nutzen als auf dem Frästisch und erweitere damit wieder meine Möglichkeiten. Der Frästisch bleibt nach wie vor hier in der Werkstatt. Der wird auch weiterhin im Einsatz sein. Denn der Nachteil bei der Kombimaschine ist ja, dass ihr für jeden Fräsgang die Maschine umbauen müsst. Und so habe ich die Möglichkeit, schnell mal was auf dem Frästisch zu machen mit kleinen Fräsern. Und für große Sachen, große Nuten, große Felze, kann ich die große Tischfräse benutzen und baue sie in dem Moment um. Ich habe also beide Möglichkeiten und kann da ganz anders arbeiten. Das war die Überlegung zur Fräse. Die eigentliche Formatkreissäge ist größer, wie schon erwähnt, hat mehr Schnittkapazität, hat auch eine andere Schnitthöhe mit 315 mm Sägeblättern und sie hat einen Vorritzer. Das macht das Arbeiten mit beschichteten Platten, furnierten Platten wesentlich einfacher. Dann werden die Schnitte wirklich ausrissfrei. Was ich auch dazu genommen habe, ist die Möglichkeit, statt Sägeblätter Verstellnuter einzubauen. Ich kann also mit dieser Formatkreissäge auch nuten. Und auch dadurch habe ich wieder ganz andere Möglichkeiten als mit dieser kleinen Maschine hier. Wenn ihr euch für den Kauf einer solchen Maschine entscheiden solltet, dann müsst ihr euch vorher einiges überlegen. Denn auf Basis dieser Grundmaschinen, so ist es zum Beispiel bei Felder und Hammer, wo meine Maschine jetzt herkommt, könnt ihr sehr viele Optionen wählen, die teilweise auch ordentlich ins Geld gehen. Einige Dinge solltet ihr wirklich von Anfang an mit berücksichtigen, da ein nachträglicher Einbau sehr teuer wird. Das war bei meiner Maschine die Option mit den Verstellnutern statt Sägeblatt und die Option an der Fräse die Spindeln zu wechseln. Das bedeutet, ich kann verschiedene Spindeldurchmesser einsetzen und auch eine Spindel für Schaftfräser. Die bringt zwar nur 10.000 Umdrehungen, kann aber hier und da mal ein Problemlöser sein. Schaut also genau nach oder fragt euren Ansprechpartner beim Maschinenhersteller, welche Optionen könnt ihr jederzeit nachrüsten, vielleicht sogar selbst einbauen und welche Optionen werden als Nachrüstlösung richtig teuer und sind schwierig einzubauen. Denn ich habe jetzt hier bei der neuen Maschine auch noch den Aufbau mit reingenommen. Es kommt also ein Techniker, baut das Ganze auf, justiert das und das für relativ wenig Geld, weil meine Werkstatt gut zugänglich ist. Deswegen ist das nicht so teuer hier. Und das war mir auch wichtig, dass ich mich um solche Sachen erst einmal nicht kümmern muss. Diese Maschine geht dann zurück, die nimmt der Händler in Zahlung. Wird also hier verpackt, geht zurück, verkauft ist sie auch schon, also da braucht ihr nicht mehr nachzuschauen. Es hat sich bereits ein Käufer gefunden, der die Maschine dann übernimmt.
Die geht also von hier aus zur Felderniederlassung, soweit ich das weiß, wird dort nochmal durchgeprüft und geht dann zum neuen Besitzer, der mit der Maschine wahrscheinlich viel Freude haben wird, denn so schlecht ist sie ja nicht. Sie genügt nicht mehr meinen Ansprüchen. Ein weiterer Punkt, der mir beim Kauf wichtig war, ist die Erweiterbarkeit. Ich verlinke euch mal ein Video zur Maschine in Vollausstattung mit allem Zubehör, das es gibt. Da wird auch schön erklärt, wie das funktioniert. Ganz interessant. Und das bieten leider nur wenige Hersteller. Im Profisegment ist das natürlich gang und gäbe, aber wir reden hier immer noch über Maschinen, die auch im Hobbybereich noch eingesetzt werden. Natürlich gehobener Hobbybereich, nichts, was mit Basteln zu tun hat, aber es ist immer noch Hobbybereich. Hammer richtet sich noch nicht an die professionellen Schreiner. Schaut ihr euch Maschinen von Altendorf, Panhans, Martin an oder auch SCM und wie sie alle heißen, da ist die Erweiterbarkeit auch durch Drittanbieter ganz normal. Ihr bekommt also jede Menge Zubehör. Und das ist bei meiner neuen Maschine auch so. Ich kann die Maschine nach und nach erweitern und damit die Möglichkeiten noch weiter ausbauen. Das seht ihr in dem Video, das ich euch verlinkt habe. Ich habe mir auch andere Maschinen angeschaut von anderen Herstellern und da fehlt dieses System um die Maschine herum einfach. Und ich finde es spannend, die Möglichkeit zu haben, die Maschine auf längere Sicht einfach weiter aufzurüsten. Und wenn ihr euch dann überlegt habt, was ihr genau für eine Maschine wollt, welche Optionen die hat, dann bekommt ihr von eurer Niederlassung oder an wen ihr euch da wendet, einen Preis genannt und der weicht in der Regel stark vom Listenpreis ab. Das war bei mir auch so. Wenn ihr euch den Listenpreis anschaut, ist das eine Sache, dann kommen die Optionen dazu, dann wird das teurer, dann kann man noch über Preisnachlässe verhandeln und dann habt ihr einen ganz anderen Preis. Also lasst euch weder vom Listenpreis beeinflussen, noch von der Menge an Optionen. Lasst euch da einfach beraten, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr wollt und am Ende kriegt ihr einen Preis, mit dem ihr dann entweder zufrieden seid oder nicht. Ich war zufrieden und habe dann halt die Maschine auch bestellt. Ja, und wenn ihr dann die Maschine konfiguriert habt, habt euren Preis, habt den erst einmal verdaut und seid euch sicher, dass ihr so viel Geld investieren wollt, dann seid ihr leider noch nicht am Ende mit dem Geld ausgeben, denn rein mit der Maschine könnt ihr noch nicht arbeiten. Ihr braucht Sägeblätter, Fräser, Absaugzubehör und das belief sich bei mir auf rund 1500 Euro ohne Steuer als Komplettpaket. Also auch das kommt noch dazu, denn ihr braucht Schläuche, ihr braucht Absperrschieber, ihr braucht Übergangsstücke. Das ist schon mal das eine. Ihr kriegt die Schläuche in verschiedenen Qualitäten. Ich habe mich für die bessere Qualität entschieden, die dann auch langlebiger ist. Ihr braucht Sägeblätter. Ich habe gleich zwei von jeder Sorte genommen, da die Sägeblätter ja irgendwann zum Schärfen gehen und ich weiterarbeiten will. Ihr braucht Vorritz-Sägeblätter. Da habe ich das Verstellbare genommen. Auch wieder etwas teurer als der Standardblatt. Dann kann ich aber unabhängig von der Sägeblattdicke vorritzen. Ich habe eine Grundausstattung an Fräsern genommen, also ein Falzfräser vierschneidig, dann noch ein Verstellnuter und ein Universalprofilkopf, jeweils mit Ersatzmessern. Also auch das sind Ausgaben, die ihr tätigen müsst, wenn ihr eine solche Maschine wirklich nutzen wollt. Das müsst ihr alles mit einkalkulieren und habt dann wirklich den Preis, zu dem die Maschine mit Zubehör da steht, sodass ihr arbeiten könnt. Und das ist, wie gesagt, in meinem Fall ein Mehrfaches gegenüber dem Preis von der günstigen Formatkreissäge. Aber ich denke, das lohnt sich und ich kann damit auch ganz andere Themen jetzt angehen, die euch sicher auch interessieren. Zum Beispiel das Thema Tischfräse. Was kann man auf einer Tischfräse machen, was auf dem Frästisch nicht geht? Soviel also erst einmal zur neuen Maschine und was da hinten in der Ecke der Werkstatt passieren wird. Da kommen auch noch Schränke rein etc. Das zeige ich euch alles nach und nach. Die neue Formatkreissäge ist also eine dieser Änderungen für die nächste Zeit. Es wird noch andere geben. Hier kommt zum Beispiel noch ein Werkzeugschrank rein. Ich werde hier und da noch einfach die Werkstatt umorganisieren. Das kommt noch. Dann habt ihr vielleicht gesehen, dass auf meiner Internetseite beim Kurskalender die Kurse nur bis November gehen. Und dann kommt ein Hinweis, dass dann erst einmal eine Kurspause ist. Denn für diese ganzen Umbauarbeiten, es wird noch eine neue Internetseite für die Online-Kurse geben etc., da brauche ich einfach Zeit und die nehme ich mir ab November. Da werde ich diese größeren Projekte angehen und wie und wann das mit den Werkstattkursen weitergeht, das weiß ich im Moment noch nicht, da werde ich euch aber auf dem Laufenden halten.
Dann gibt es noch eine Änderung oder eine Neuigkeit, besser gesagt keine Änderung. Und die betrifft hier diese Maschine. Ich wollte schon lange einen Bandschleifer mit Schleifrahmen haben, um große Massivholzflächen ordentlich zu schleifen. Ohne Schleifrahmen funktioniert das einfach nicht. Das ist viel zu riskant, dass man sich dann mit einem solchen Bandschleifer einfach die Fläche ruiniert. Mit Schleifrahmen funktioniert das. Diese Geräte sind, wenn ihr sie mit Schleifrahmen kauft, von einem Markenhersteller relativ teuer. Wir reden hier je nach Ausstattung von über 500 Euro. Und jetzt hat sich bei mir was ergeben, wodurch ich solche Geräte einfach bestellen kann und wenn sie mir nicht gefallen, wieder zurücksende. Und zwar über Mike's Toolshop, ein österreichischer Händler, ich habe euch den verlinkt. Er hat mich angesprochen, ich habe ihm gesagt, dass ich keine bezahlte Werbung, kein Sponsoring mache, das fand er gut. Und so sind wir jetzt zu der Übereinkunft gekommen, dass wenn mich ein Werkzeug, ein Gerät aus seinem Sortiment, er vertreibt mehrere Marken, interessiert, dann kann ich das über ihn beziehen, ganz normal kaufen, aber erst, wenn es mir wirklich zusagt. Das heißt, ich kann diese Maschinen, die ich da bestelle, erst einmal gefahrlos testen. Und wenn ich zu dem Schluss komme, das ist für mich nicht die richtige Maschine, schicke ich sie zurück. Wenn ich aber zu dem Schluss komme, super, das hat mir gefehlt, dann kriege ich ganz normal eine Rechnung, wie jeder andere Kunde auch, bezahle die und die Maschine gehört mir. Also kein Sponsoring und da das Ganze über einen Händler läuft, ist auch hier meiner Meinung nach nicht die Gefahr, dass irgendeine Firma, ein Hersteller Einfluss auf meine Videos nimmt. Und das fand ich sehr wichtig und so kann ich jetzt relativ problemlos diesen Schleifer testen und wenn er mir gefällt, behalte ich ihn, bezahle die Rechnung und gut ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Art Zusammenarbeit haltet. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar zur neuen Maschine, ob ihr meine Entscheidung da nachvollziehen könnt. Wenn nicht, muss ich euch enttäuschen. Die Entscheidung ist gefallen, die Maschine ist bestellt und kommt im August. Also da ist nichts mehr zu ändern, aber mich würde trotzdem eure Meinung interessieren. Ja, und das war's für diese Woche von mir. Nächste Woche gibt es wieder ein paar Tipps und Tricks. Da habe ich schon einiges in Planung für euch. Und ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und habt Spaß in eurer Werkstatt.